Hallo und herzlich willkommen hier zu der Room 4. Ja, hier bin ich wieder. Es geht wieder weiter, ja. So, wir haben jetzt den Brunnen aktiviert und damit haben wir auch hier diese anderen Mechaniken aktiviert. Das geht vom Brunnen aus hier das Wasser, betreibt hier so ein Wasserrad. Und das hat jetzt auch die Mechanik hier freigegeben. Also der Ring war ja vorher oben hier, dieser kleine Haken. Jetzt kann man das hier auch verbinden. Ja, das ist einfach. Noch. Ist ja das Erste. Hier kann ich irgendwas machen. Zahnrad drehen, okay. What the fuck? Was soll das bringen? Ah, okay, das ist, nee, das ist auch falsch. Ich glaube, ich muss das Symbol nachmachen, das Mandala, ja. Das ist ein Kreis. Ah ja, jetzt habe ich es. Okay. Ja, interessant. So, jetzt wird es hier weitergeleitet, das Wasser. Wie durch Magie in die nächste Maschine hier. Oder zum nächsten Wasserrad. Haken wird freigegeben, jawohl. Und wir können hier wieder die Mechanik zusammensetzen. Der Hebel ist hier mit dem Zahnrad verbunden. So, das wird jetzt ja natürlich so sich bewegen, wie ich den Dinger bewege. Nämlich so, und das ist falsch. Also muss ich erstmal so und so und so und zack. So, hak dich ein. So, und hier mein Stern. Wie kriege ich den Stern zusammen? Wir drehen, das ist ein Kreis, okay. Das heißt jetzt eher so ein Atomzeichen, okay, oder Forschungszeichen. Da kriegt man das auch. So, das ergibt einen Stern. Aber es ist noch nicht ganz richtig anscheinend. Das ist richtig, okay. Ein siebenzackiger Stern, oder? Ne, das war ein Sechszack. Und Davidstern oder so. So, weiter geht's. Die Reise des Wassers. Ja, überall haben sie es hier so ein Siphon praktisch eingebaut, dass es nie eine Überschwemmung gibt. Daran haben sie gedacht. So, die Verriegelung ist auch offen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das Rad, also nach oben. Dann komme ich hier hin. Dann ist hier gesperrt. Das muss hier rüber. So. Dann so. Da ist jetzt auch gesperrt. Das ist dann das hier. Dann hier wieder und da. Das ist eigentlich relativ einfach. Und ich habe mir da schon wieder was Kompliziertes vorgestellt dabei. Jetzt haben wir hier einen Stern und so einen Mandala hier außen, okay. Das ist jetzt ein fünfzeiger Stern. So, da haben wir jetzt zwei Sachen. So, was macht was? Okay. Das war's also nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay, das könnte schon mal richtig sein. Wir brauchen einen Stern. Passt.
Ja, nee, ich glaube, das ist Ernda richtig, oder? Ich muss mir das Symbol nochmal angucken. Und des anderen Stern. Ist das richtig? Das ist richtig, das eine, ne? Nee, es ist falsch. Es gehört auf die andere Seite. Ja, so rum. Aber die Maschen sind jetzt nicht so richtig schön. Ja, das ist es. Jetzt haben wir noch einen Stern bekommen, ja. Ja, korrekt. Gluckerti, gluckerti. Jetzt geht's nach außen, oder? Ja, jetzt läuft sie nach außen durch. Und füllt diesen Bassin hier. Tada! Ist das jetzt hier auch? Ne, das ist doch wieder... Das ist doch, hier wieder zum Gucken, oder? Ja, was ist das? What the... Okay, hier ist eine Form. Aber wie soll das hier funktionieren? Ach, hier kann ich was machen. Das ist schon mal richtig, würde ich sagen. Das ist noch nicht ganz richtig, aber... Ich würde sagen, fast. Aber das hier könnte... Nee, stimmt nicht, oder? Oder doch? Nee, das eine ist noch verkehrt. Und das andere, das... Das Blau ist auch verkehrt. Das gehört doch irgendwie nach unten. Ich krieg das gar nicht nach unten gedreht. Aber das ist eigentlich egal, wo das jetzt hier ist. Ich muss nur den Würfel nachbilden. Könnte auch sein. Ah, und der Kreis, der ist natürlich wieder... Okay. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Warte mal. Ah. Ach, man kann... Ja, okay. Man kann das hier noch drehen. Okay, dann erklärt sich da doch einiges. Und das kann man auch drehen. Okay. Also dann... Dann kann man das ja... Habe ich gar nicht gemerkt, dass man die Mieter auch drehen kann. Ja, dann. Jetzt ist es übereinander. Ach, Mist. So, jetzt habe ich's. Fast. Irgendwie ist das eine noch falsch, aber... Dann noch ein bisschen justieren hier, oder wie?
Ah, dann stimmt das hier wieder nicht mehr, oder was? Das ist gar nicht mal so einfach, das Ganze hier. Boah, das ist ja wirklich... Ne, so sieht's komisch aus. Also das Weiße stimmt jetzt gerade überhaupt nicht. So sieht es schon wieder besser aus. Ja, zu dem hier, das ist doch kacke hier. Oder kann ich das auch generell hier so rumdrehen? Ja, das geht auch. Na, ach Mann, ich will in die Mitte. Da will ich hin, genau. Na gut, das Blaue, das kann ich jetzt mal wegdrehen. Das drehe ich jetzt erstmal hier so rum. Das ist jetzt korrekt. Jetzt müssen wir nur noch das Blaue stimmen. Okay, das ist, das wäre hier zwar richtig, aber wir müssen es einmal irgendwie rumdrehen. Also machen wir es auch auf die Seite. Ja, jetzt habe ich's. Laserstrahl! So, was bekommen wir jetzt? Das Artefakt. Magic, ey, aber echt. Also ist der Garten hiermit auch fertig. Seltsames Artefakt. Und die Wurzeln kommen. Die Bösen. Schön. Ja, beim letzten Raum, beim Raum 3, war es ja damals ein Zug am Anfang, ne? Da ist man im Zug irgendwie gefahren, glaube ich. So, jetzt wird das hier noch eingehüllt hier wieder. So. Eine Falle so unauffällig und göttlich, dass ihre Opfer unbeirrt bis zu ihrem Ende in sie hineinlaufen. Die Fesseln der Erde könnten mich nicht halten, aber ich habe gespürt, wie ihre Dornen meine Haut durchbohren. So, weiter. So, dann gucken wir uns mal, was das Artefakt da ist. Hier muss ich draufdrücken, okay. So. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das? Eine mechanische Zikade. Okay. Kann die was Besonderes? Naja, man kann die Flügel ausklappen. Naja, okay. Wo könnte die passen? Das ist die Frage. Hatten wir irgendwo schon mal einen Hinweis? Mit der Zikade. Im Japanzimmer weiß ich nicht genau. Da haben wir noch unsere Box. Was konnte die Box alles? Ja, da haben wir noch das, dass es nach oben klappt und... Noch eine Funktion. War da im Malerzimmer, dass wir die Puppe irgendwie da verwenden können. So, okay. Kann man hier irgendwas mit der Puppe anstellen? Preisfrage. Ja, weil hier steht ja schon eine.
Ich kann mit der Puppe hier gar nichts, aber. Ah, da ist noch was. Kann ich die jetzt bewegen? Kann ich da jetzt nicht machen? Kann ich das? Nee. Muss die doch so machen wie die hier, oder? Die muss anders stehen, die ist irgendwie falsch. Kann an der gar nichts ändern irgendwie. Ne, oder ist es schon so, wie die jetzt da steht? Ist es schon okay? Mal da jetzt von außen reingucken. An dem Fenster. Das war nämlich hier. Ja, sollte das nicht mehr etwas geschmückt sein? Ja, schon. Aber. Das bringt mir aber nichts. Ich kann die Puppe nicht ändern. Ich müsste die irgendwie anpassen, ne? Also ich könnte mir es halt vorstellen, dass ich die irgendwie bewegen muss. Und da braucht man den Schlüssel für. Aber ich kann da nichts dran ändern. Oder mir fehlt da noch was. Na gut, wir gehen nochmal ins Japanzimmer zurück. Japanische Galerie. Vielleicht können wir da ja was mit der Zikade anfangen. Da an dem Schrank. Nee, da sind zwar noch Fächer. Aber da kann man nichts mitmachen. So, und hier können wir nur wieder unser Kästchen oben drauf stellen. Und das dann fixieren lassen. Ja, da kriegt man das hier. Die Karte lässt sich ja nicht drauf machen. Ich lasse es trotzdem mal da, das Kästchen. Und die Zikade hier. Nee, das wird hier nicht passen. Nee, nee, das. Ah, nee, 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 stopp, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Hier, hier brauchen wir sie. Ja. So, aha. Jetzt flattert die davor. Da lustig animiert. Na, was kommt da jetzt? Aha. Ein Bild, das wir zusammenschieben können anscheinend oder wie auch immer. Das ist wieder mit der Okular, ne? Wir können hier die Drachen röntgen oder was? Okay. Hey. Das ist ja interessant. Warte mal, muss ich den aber das Maul wieder aufmachen, oder?
Ach Mann, ich will auf den Drachen, Mensch. Wahrscheinlich muss ich mich da einrasten, oder? Kann das sein? Ich kann es auch nach oben machen. Ich weiß nur nicht, wie ich die Drachen einstellen soll. Wir müssen doch da irgendwas machen. Tja, bloß was genau? Ach, so könnte es was werden. Ja. Der hat sich jetzt hier ein verbissen, sozusagen. Der andere kann aber hier nicht beißen, okay. Ah, okay. So. Ich kann das hier rausreißen, sozusagen. Na, kann man das nicht noch weiter drehen hier? Oder war es das schon wieder? Ach nee, da unten muss ich drehen. So, da muss ich den anderen Drachen reinbeißen lassen, nicht preisen. Da. Sogar Zungen hier, die Drachen, okay. So. Was ist denn da jetzt rausgekommen? Dach. Ein Pagoden-Modelldach, okay. Perfekt. Ist das Ding hier jetzt fertig oder wie sieht es aus? Oder müssen wir da noch was sprengen? Ne, müssen wir nicht. Ich glaube, wir können. Können die einfach loslassen oder müssen die das jetzt wieder? Muss ich jetzt wieder zusammenschieben, das ganze Thema? Da lässt es hier nicht mehr los. Kann ich gar nichts mehr machen, okay, aber später müssen wir hier noch was machen, das ist eindeutig. Dann machen wir hier mal weiter. Hat man das Pagodendach? Nee, so nicht, okay. Mach mal die Lupe aus hier. So. Das muss so. Und dann kommt hier was raus wieder. Und jetzt können wir es wieder entriegeln. So, eine unvollendete Pagode. Jetzt ist das Modell auch nicht mehr unvollendetes Modell, sondern unvollendete Pagode. Und das Ding müsste jetzt eigentlich hier oben drauf passen. Ja, jetzt hat es die richtige Form. Wird verriegelt. Jetzt können wir hier auch wieder rein. Was finden wir da drin vor? Ah, das schiebt sich weg. Okay. Ah, da dürfen die Drachen auch wieder dran rumspielen. Ah. Schön. Jetzt haben sie nicht automatisch losgelassen. Jetzt schiebt sich das hier weiter zusammen. Okay. Schön. Der erste Drache kann eigentlich schon wieder zupacken, oder? Kraftvoll zubeißen.
zweiten müssen wir jetzt noch wieder hier zur Schnappposition bringen. Schnapp! Mach dein Werk, du Drache. Rupf. So, jetzt zieh. Jetzt haben wir es frei gemacht hier. Hab mir schon fast irgend so was Ähnliches gedacht, dass die Drachen das irgendwie losreißen. Ist aber nicht, dass wir die hier steuern können. So, was haben wir denn hier für ein Zahnrad? Ah, da können wir. Ups. Das bleibt nicht. Hä? Mensch. Das bleibt gar nicht, das Gerät hier. So, wir können hier aber nochmal reingucken. Na gut, es bringt uns wenig. Da fehlt noch was. In dem Fall eben, dass es hier. Dass muss hier gehalten werden. Gut, das kann ich ja wahrscheinlich nicht mit den Drachen, oder? Ne, da kann ich loslassen. Die müssen das wahrscheinlich eh halten, oder? Ja, ne, wir müssen das. Oder wir müssen das auf die richtige Höhe machen hier. Ja, jetzt bleibt es auch, okay. Das ist das Geheimnis. Das müssen wir auch erstmal wissen, ne? So, dann gehen wir hier rein. Und jetzt können wir darüber gehen. Und finden auch noch ein Dach. Es steckt unter den Holzverriegelungen fest. Ja, die können wir doch bestimmt irgendwie lösen. Einmal und hier ein zweites Mal. Ein Pagodenmodelldach mit Spitze. Ja, Sie sind der Meinung, das war Spitze. So, dann kriegen wir doch unsere Pagode wieder, oder? Ja, jetzt hat sie sich wieder befreit hier aus dem Griff. So, unvollendet, jo, aber die wird vollendet. Erst wieder hier oben rauf. Nein. Da bleiben. Verriegeln. So. Und fertig ist die Pagode. So, jetzt haben wir einen Stern. Faszinierend. Sehr schön. Okay. Ja, ich glaube, diese Mechanik gucken wir uns das nächste Mal an. Ich sag erstmal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's wieder beim nächsten Mal, wie gesagt. Und wem es gefallen hat, der lässt doch bitte ein Like da. Schreibt mir vielleicht einen netten Kommentar und ich sag tschüss, bis denn, euer Lego.